Wie soll man umgehen mit den Feinden der Demokratie? Diese Frage stellt Dreisat in ihrer Kulturzeit. Naja, einen Großteil der Feinde der Demokratie kann man abwählen bei der nächsten Bundestagswahl. Das wäre schon mal ein Teil. Ein anderer Teil der Feinde der Demokratie kann man ihre Produkte nicht mehr abkaufen. Ich denke da so an Leute wie Bertelsmann, also Familie Mohn, RTL, Familie Quandt oder Rüstungsbetriebe, die ja auch nebenbei Autos herstellen. Also es gibt schon Möglichkeiten, wie man mit Feinden der Demokratie umgehen kann. Man kann natürlich auch sämtliche NPD-Anhänger in den Knast stecken. Das Problem ist nur, dann hat der Verfassungsschutz fast keine Mitarbeiter mehr, weil die dann im Knast sitzen. Also, Möglichkeiten gibt es viele. Wir sollten sie nutzen. Guten Abend.